Bei der heutigen Challenge geht es wieder um das Thema Vorbilder. Ihr habt euch ja letztes Mal zwei Vorbilder aus dem Bereich Sport ausgesucht. Heute sucht ihr euch zwei Vorbilder außerhalb des Sports aus. Auch hier gilt, ihr müsst nicht alles an der Person super finden, sondern sucht euch einfach die Fähigkeiten aus, die ihr an der Person schätzt und an der ihr euch orientieren wollt. So, meine Vorbilder beispielsweise ist zum einen Michelle Obama. Das ist die Frau von Barack Obama. Einfach, ja, ich finde es inspirierend, wie sie erstens in der Öffentlichkeit mit ihrer Person umgeht, wie sie immer höflich und respektvoll jedem gegenüber ist. Und auf der anderen Seite Nelson Mandela, der vor allem in Südafrika viel für Rassentrennung, gegen Rassentrennung gekämpft hat, für Gleichberechtigung und dafür viele, viele Jahre ins Gefängnis gegangen ist. Vorbild deswegen, weil er einfach sein Leben dem gewidmet hat, die Rassentrennung zu minimieren und sein eigenes Ego einfach hinten angestellt hat. Auch hier kriegt ihr wieder den Punkt, wenn ihr die Bilder von euren Vorbildern ausdruckt, in euer Büchlein klebt und ein bis zwei Stichpunkte über die Fähigkeiten dazu schreibt, die diese Person zu eurem Vorbild werden lassen. Wir sind mega gespannt auf die Bilder und auf die Fähigkeiten, die die zu eurem Vorbild machen.